Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 mit der Dynastie der Geroldon und Graf Gerold von Bern, der mittlerweile 55 Jahre alt ist und es passiert hier noch reichlich. Wir sind jetzt wieder in einem Krieg, beziehungsweise unser Lehnsherr Charles der Zweite war es, glaube ich. Ja, Charles der Zweite von Westfranken hat Sachsen den Krieg erklärt. Mal schauen, wie das ausgehen wird. Er möchte anscheinend einige Dinge erobern. Alle Ansprüche gegen Sachsen, okay. Wir sind mal gespannt. So, ein Kind von Prinz Jasbert von Westfranken. Okay, unser Schwiegersohn und Gisela Geroldon wurde geboren. Er möchte ihn gerne Humbert nennen. Das ist wahrscheinlich jemand, der auch auf den Thron von Westfranken kommen kann. Ja, er wäre an fünfter Stelle. Ich glaube, da hätte Gerold auf jeden Fall... Doch er ist da ein bisschen eitel und wird den Gerold nennen. So. Damit vielleicht irgendwann mal auf dem westfränkischen Thron ein Gerold sitzt. So, und unser Gerold, ja, unser Gerold, also unser Sohn, hat einen weiteren Sohn bekommen, möchte ihn Alois nennen. Wir können ja mal schauen, was für Familien, was für Namen wir hier drinnen haben. Charles wäre natürlich eine Möglichkeit. Odacre, Charles, Tarla. Tarla der Fromme. Ich denke, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Tarla als Name ist zwar jetzt nichts, ja, hier Fränkisches oder. Oder ein deutscher Name, aber er war ein frommer Katholike und wir sind ja selbst ein religiöser Eiferer. Wir wissen natürlich Bescheid über die Großeltern und die Urgroßeltern, deswegen werden wir ihn mal Tarla nennen. Er war ja selbst ein König, ich denke, das ist ein Name, der auf jeden Fall annehmbar ist. Tarla. Es ist also auch jetzt nicht ein Name von irgendwoher oder sonst was, sondern von einem König aus... Ja, zwar jetzt nicht direkt aus unserer Familie, aber mit der Familie, die wir angeheiratet haben. Emmerich, unser Kämmerer, ist gestorben. Das ist natürlich jetzt schade. Beziehungen zu Marinos werden verbessert, das ist gut. So, wir schauen mal. Wir könnten hier Lambert von Pommern einsetzen. Werden wir, denke ich, auch machen. Er soll mal Steuern eintreiben hier. So, Herzog Burkhard der Gerechte hat den Titel Herzogtum Hochburgund von Graf Frederik der Schlechte übernommen. Okay. Ein Kind braucht ein neues Vormund, das ist Carlotte. Okay, werden wir machen. Wir lassen mal unsere Frau damit beauftragen. Immerhin ist das unsere Enkelin. Deswegen denke ich, ist das in Ordnung. So, was machen unsere westfränkischen Truppen? Greifen hier oben an. Wir könnten zwar selbst wieder versuchen, da irgendwas zu machen, aber ich glaube eher nicht. Wir haben uns da eher immer in die Finger geschnitten, wenn wir da was gemacht haben. Er ist, denke ich, eher der Diplomat und der Verwalter als... ja gut, Verwalter jetzt nicht. Verwaltung wäre jetzt der Kämmerer, aber eher der Diplomat als der Kriegsherr. So, wir haben eine weitere Nichte bekommen. Ima, ja, denke ich, ist in Ordnung. Ist die Tochter unserer Halbschwester. Da wollen wir jetzt nicht zu sehr eingreifen in die Namensgebung. Aber ich denke mal, so direkte Nachfahren unsererseits, dass wir da vielleicht Namen nehmen, die da schon ein bisschen prachtvoller sind für uns, denke ich, ist in Ordnung. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Okay. Ja, wir haben nur noch einen Sohn, der noch nicht erwachsen ist. Das ist Alberich. Aber okay. Das wird er früher oder später auch sein. Ob wir das noch miterleben? Ich hoffe es doch. So, wir schauen mal. 27% hätten wir schon. Also unser westfränkischer Herrscher. Hier gibt es auch einen Krieg. In, ja, in Luxemburg, also hier in Lothringen. Beziehungsweise Mittleres Frankenreich. So, Beziehungen zu Charles wurden weiter verbessert. Sehr schön. Das ist immer gut.
Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob die hier den Krieg gewinnen können, hier gegen Sachsen. Die hatten sich ja das Ostfränkische Reich relativ schnell einverleibt. Wobei das auch mit Hilfe der Böhmen passiert ist. Hier haben wir noch Oberbayern. Ja, Sachsen. Wir haben mal wieder die Beziehungen verbessert unseres Königs mit jemand anderen. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, der ist hier in einigen Kriegen verzwickt. Ach, er greift Böhmen an. Ja, kein Wunder, dass hier unser Herrscher da angreift. Also das ist ja dann kein Wunder. Da will er sich auch ein Stück abschneiden. Also, hallo Gerold, ich würde euch gerne zu einem Treffen mit mir und einer kleinen Gruppe von Freunden einladen, um gemeinsam zu essen und zu trinken. Der Herzog Robert von Bourbon. Er ist ein Herzog und wir werden als Graf eingeladen. Gut, wir sind auch ein Kanzler. Er will Kämmerer werden. Natürlich nehmen wir teil, ist klar. Wir sind ein geselliger Mensch, wir sind ebenfalls gefräßig und das wollen wir auch nicht verstecken. Wir sind ja auch ein ehrlicher Charakter. Also gehen wir gerne dahin, da freuen wir uns natürlich. Brunhilde, unsere Enkelin, braucht ebenfalls einen Vormund. Wird sie bekommen. Nicht ganz so, unsere Tochter wird sich mal darum kümmern. Alverade. Okay. Schauen wir mal, wie es auf diesem Fest, auf diesem Gelage laufen wird. Ich denke, da freut sich der Gerold der Zweite schon ganz schön drauf. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass er da dabei war. Oh, es gibt Frieden. Aber es sieht nicht so aus, als ob irgendetwas erobert worden wäre. Interessant. Oh, ist er vielleicht gestorben? Ja, tatsächlich. Unser Lehnsherr ist gestorben. Jetzt ist König Thomas unser Lehnsherr. Regent ist Jimeno von Berbion. Muss hier unten irgendwo sein. Okay. Nachfolger wäre jetzt hier der König vom mittleren Frankenreich. Und Gerold, unser Enkel, wäre schon an vierter Stelle. Und Jaspard, unser Schwiegersohn, an dritter Stelle. Interessant. König Thomas von Westfranken behauptet, schockierende Beweise für meine schändliche Anderseitigkeit und meine geringe Moralvorstellung zutage gefördert zu haben. Er verspricht, dies unter Verschluss zu halten, falls ich verspreche, mich keiner Fraktion anzuschließen. Okay. Also er will uns direkt schon mal erpressen. Ich gehe aber davon aus, dass es eher vom Regenten kommt. Ja. Wir haben eh keine Intention, hier irgendwie uns abspalten zu lassen. Deswegen haben wir wohl keine andere Wahl, als zuzustimmen. Mit ihm sind wir jetzt ja nicht so schlecht dran. Ja, der Regent, der mag uns halt eben nicht. Warum auch immer er ein Regent ist. Und ein unwichtiger Graf. Ja gut, er ist ja Hofspitzel. Na gut. Und auf den müssen wir aufpassen. Ihr befindet euch in den Privatgemächern von Herzog Robert. Es gibt viel zu essen und zu trinken und die Stimmung ist definitiv ausgelassen. Ihr freut euch auf das Fest. Fangen wir an. Ja, zu den eher nicht so schönen Sachen kommen wir jetzt zu den schönen Sachen. Denn wir feiern. Herzog Robert hat das Spielbrett und die Spielsteine hervorgeholt und schlägt vor, ein paar Runden zu spielen, um festzustellen, wer der bessere Stratege ist. Ihr spielt um die Ehre. Na gut, dann spielen wir es. Ihr spielt stundenlang und das Glück neigt sich mal dem einen, mal dem anderen Spieler zu, während ihr versucht, die Stellung eures Gegners anzugreifen, ohne Verteidigung allzu sehr zu schwächen. Schließlich findet ihr eine Lücke, macht ein paar geschickte und aggressive Züge und gewinnt das Spiel. Ehre sei Graf. Sehr schön. Haben wir jetzt überraschend Diplomatiepunkte bekommen. Unsere Beziehungen mit Thomas wurden verbessert. Ja, versuchen wir uns ein bisschen einzuschleimen bei Thomas und nicht beim Regenten. Das Feiern und Session ist vorüber, zumindest für den Moment. Es ist höchste Zeit, sich wieder der Realität anzuwenden. Nun, es hat Spaß gemacht, oder ich widme meine gesamte Freizeit nun den Spielen. Ich würde jetzt Nein sagen. Es hat Spaß gemacht. Weil ich sehe da jetzt nicht wirklich Dinge, die das bekräftigen würden.
Ah, hat Sachsen noch mal Glück gehabt. Woran ist denn unser König, unser Lehnsherr gestorben? Nein, hier. Starb an einer Zeit der Krankheit. Ja. Das ist dann halt eben so, mit 40 Jahren, relativ jung. So, wir haben wieder die Beziehungen verbessert für unseren König. Das ist, denke ich, in Ordnung. So können wir unsere Beziehung mit ihm auf jeden Fall verbessern. Unsere Meinung ist aber gesunken, interessanterweise. Schon wieder haben wir das gemacht, sehr gut. Müssen wir mal drauf achten. Aber gut. Wir schauen mal weiter. Sind mittlerweile 57 Jahre alt. Unser Sohn ist schon 9. Die anderen sind ja schon alt genug. Unser Nachfolger ist ja schon 26 und hat schon 3 Söhne. Alexander ist auch schon 9. Ich weiß, dass ich ein toller Hecht bin und Respekt verdiene. Ich habe die Eigenschaft Stolz erlangt. Okay, wir sind jetzt auch noch ein stolzer Charakter, also die Ehre ist jetzt für uns jetzt sehr, sehr wichtig. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Wäre es vorher gewesen, hätten wir uns da anders entschieden. Gut, ich bin regelmäßig in Kontakt mit meiner Halbschwester Maria und achte darauf, sie zu besuchen, wann immer es möglich ist. Die Welt ist rau und die Familie muss zusammenhalten. Achso, mit ihr versuchen wir uns wieder zu versöhnen. Familie hat Vorrang. Sehr schön. Ah, sie kann uns noch nicht so gut leiden. Ja, weil wir eben ein Sippenmörder sind, ist klar. Aber gut. Ist ja alles in Ordnung. Ah, das ändert nochmal ein bisschen was, wenn wir jetzt ein stolzer Charakter sind. Wollen wir vielleicht unseren Familienfokus, also unseren Fokus ändern? Ich denke, wir gehen jetzt mal auf Zecherei. Das würde, denke ich, gut passen. Und ich denke mal, wir werden mal schauen, haben wir da irgendeinen Kollegen? Nein. Wir werden einfach mal mit dem Regenten sprechen. Hier, der uns ja nicht leihen kann. Wir können ihn auch nicht leihen, aber wir sind ein Diplomat und versuchen ihn mal einzuleihen. Wir können nicht einladen, warum? Ach, der hat wahrscheinlich schon pünktlich gezecht, nein. Okay. Einer von den Punkten muss zutreffen. Also eigentlich müsste es möglich sein. Ach nein, wir haben schon kürzlich gezecht, oder wie? Ach so, okay. Ja, 30. Juni, da können wir auf jeden Fall nochmal gleich zechen gehen. So, und jetzt ist ein Krieg ausgebrochen. Eine westfränkische Revolte. Oh, 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 oh. Ja, mal gucken, ob er das hier überstehen wird. So, wir werden ihn aber trotzdem einladen, um ihn vielleicht davon zu überzeugen, dass wir gar kein so schlechter Kerl sind. Gibt sogar einen Bonus auf unser Prestige, habe ich gesehen. Leider kann ich diese fröhlichen Treiben dieses Mal nicht teilnehmen. Trotzdem vielen Dank für die freundliche Einladung. Er weiß nicht, was er verpasst. Schade, hat nicht geklappt. Okay, kann ja auch mal sein. Welche Charaktere könnten wir denn trotzdem mal... Wir könnten ja erstmal die Familienmitglieder einladen. Hier unsere Tochter. Achso, die müssen im gleichen Reich sein. Okay, ist klar. So, zum Zechen einladen. Zum Zechen einladen. Treffen wir uns einmal mit der ganzen Familie. Wir laden natürlich auch unsere Halbschwester ein. Sie können wir nicht einladen, okay. Ja, treffen wir uns mal mit den engsten Familienmitgliedern, die schon erwachsen sind. So, unsere Beziehungen mit Marinus sind verbessert worden. Sehr gut. Wir verbessern weiterhin die Beziehungen von unserem König. Und unser Sohn Gerold wird auf jeden Fall kommen. Genauso wie unsere Tochter, wie unsere andere Tochter. Und unsere Halbschwester kommt nicht, okay. Aber unser Sohn kommt auch.
Sehr schön, also unsere Söhne und Töchter, die kommen, aber unsere Halbschwester eben nicht. Ja gut. Wir werden mal schauen. Ah, das ist ja, wie gesagt, da haben wir nicht so eine krasse Verbindung jetzt zu unserer Halbschwester. Also das war ja die, wo wir ja sowieso hier ein bisschen... Ja gut, die Beziehungen sind nicht schlecht, aber... Ihr wisst, was ich meine. Es dürftet mir nach Einsamkeit, ich wünsche mir nicht länger die Gesellschaft anderer. Oh, ja, das ändert jetzt einiges. Da müssen wir vielleicht den Fokus bald nochmal ändern. In 5 Jahren. Weil, wenn er nicht mehr gesellig ist, dann, ja. Aber ich werde nicht zum Einsiedler. Ja klar, aber trotzdem. Jetzt sie so zechen zu lassen, ist dann eher unwahrscheinlich. Aber gut, jetzt geht es ja noch. Die Gäste eurer privaten Feier sind eingetroffen. Nun kann das Zechen und der Frohsinn seinen Lauf nehmen. Fangen wir an. Hoffen wir mal, dass das zum Erfolg führt. Gut, wir verbessern wieder mal die Beziehung für unseren König. Das ist ja auf jeden Fall in Ordnung, der jetzt auch mittlerweile geheiratet hat. Und zwar Etienne Nicsenfelle. Oder vielleicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum er sie geheiratet hat. Das hat wahrscheinlich er hier eingefädelt. Aber gut. So, diese Tage des Zechgelages sind eine hervorragende Gelegenheit, einmal auszuspannen. In der kurzen Zeit lacht ihr viel und führt intensive Gespräche, fühlt euch euren Zechkumpanen eng verbunden, als ob ihr bereits gute Freunde wärt. Ihr seid mein bester Freund. Aha, unsere Tochter wird unser bester Freund. Sehr schön. Interessant. Sie hat einen Rivalen, Arnulf. Okay. Das Feiern und Zechen ist vorüber, zumindest für den Moment. Es ist höchste Zeit, sich wieder der Realität zuzuwenden. Nun, es hat Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Also gut, wir haben noch besseren Kontakt zu unserer Tochter gefunden. Das ist doch eine schöne Sache. So, unsere Meinung, perfekt. Haben wir wieder verbessert. Also das Gelage hat auf jeden Fall was gebracht, also beziehungsweise das Zechen. Okay. König Thomas von Westfranken hat ein Bündnis mit König Thaler der Fromme geschmiedet. Ach, der lebt noch? Was? So, erstmal kurz pausieren. Er lebt noch. Ich habe gedacht, der wäre gestorben. Wer war das nochmal? War es er hier? Stammbaum. Tatsache, der lebt noch. Also sein... Der Urgroßvater... Der Urgroßvater von unserem Enkel lebt noch. Boah, das ist krass. Sehr interessant. Wir könnten einen Nichtsangriffspakt verhandeln. Werden wir auch mal machen. Sehr interessant. Das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht, das wäre irgendjemand, ein Ahne unserer Vorfahren. Also nicht unserer Vorfahren, aber seiner Vorfahren. Aber gut. Ich denke, das ist in Ordnung. Wir können ihn gut leiden. Er kann uns leiden. Wir können noch ein Bündnis schmieden. Sehr schön. Das bringt uns nochmal Stabilität. Er ist immerhin König von Pictland. Hier oben. Sehr interessant. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nämlich nicht. Aber das spielt ja keine Rolle eigentlich. Ich denke, ein königlicher Name ist mehr als in Ordnung. Für jemanden aus unserer... Dynastie. Okay, bevor wir hier weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Crusader Kings 2 mit der Dynastie der Geroldonen und Gerold II. Von Bern. Das war's von eurem Kumpas Bambuso.